Willkommen zum Video von TuningBlog, in dem wir uns heute ausführlich mit dem Xiaomi SU7 Max beschäftigen. Der SU7 Max ist das Spitzenmodell der ersten Elektroautoserie des chinesischen Elektronikherstellers Xiaomi und markiert einen bedeutenden Schritt des Unternehmens in die Automobilbranche. Angetrieben von zwei Elektromotoren, jeweils einem an jeder Achse, erreicht der SU7 Max eine beeindruckende Systemleistung von 673 PS und ein Drehmoment von 838 Newtonmetern. Diese Konfiguration ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer in nur 2,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 265 Stundenkilometern. Die Energie liefert eine 101 Kilowattstunden große NMC-Batterie von CATL, die mit einer 800-Volt-Architektur arbeitet. Diese ermöglicht nicht nur eine beeindruckende Reichweite von bis zu 800 Kilometern nach chinesischem CLTC-Standard, sondern auch schnelles Laden. In nur 15 Minuten kann Strom für 550 Kilometer nachgeladen werden. Das Design des SU7 Max vereint sportliche Eleganz mit moderner Technologie. Mit einer Länge von fast 5 Metern, einer Breite von 1,96 Metern und einer Höhe von 1,46 Metern bietet die Limousine großzügigen Innenraum. Der Radstand von 3 Metern sorgt für ein komfortables Platzangebot für alle Insassen. Im Innenraum setzt Xiaomi auf ein minimalistisches und funktionales Design. Das Cockpit ist mit einem großen Touchscreen ausgestattet, der von Xiaomis eigenem HyperOS betrieben wird. Dieses System unterstützt Apple CarPlay und ermöglicht die nahtlose Integration von Smartphones, sodass Fahrer und Passagiere stets vernetzt bleiben. In China ist der SU7 Max zu einem Preis von 299.900 Yuan erhältlich, was etwa 38.000 Euro entspricht. Ob und wann der SU7 Max in Europa auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar. Mit dem SU7 Max präsentiert Xiaomi ein Fahrzeug, das in puncto Leistung, Reichweite und Technologie beeindruckt und zeigt, dass der Elektronikhersteller auch im Automobilsektor ernstzunehmende Ambitionen hat. Wenn dir dieses Video einige deiner Fragen beantwortet hat, lass uns gerne ein Abo da.